Herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Blaulichtmagazin. Heute geht es um die Heißausbildung im Brandübungscontainer bei der Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld. Bleibt dran! Es ist ein unscheinbarer schwarzer Container. Ab und zu dringt Rauch aus den Öffnungen, doch viel mehr kann man von außen nicht erkennen. Wenn da nicht dieses auffällige Schild wäre. Brandübungsanlage ist darauf zu lesen. Eine Anlage, die vor kurzem bei der Freiwilligen Feuerwehr in Clausthal-Zellerfeld zum Einsatz kam. Bereitgestellt wurde sie von der Firma Atemschutz Röser, welche mit den Containern in ganz Deutschland unterwegs ist. Im Inneren der Container warten auf die Atemschutzgeräteträger jede Menge Rauch und hohe Temperaturen. Denn die ebenerdige Anlage wird mit Holz befeuert. Sie werden natürlich hier wieder realistische Bedingungen finden. Das heißt also, die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die Atemschutzgeräteträger sind, werden hier natürlich einen kompletten Durchlauf mitmachen. Und von der Absuchung von Räumen, Türöffnungsprozedur, ja, mal ein richtiges Feuer mit richtigem Rauch, richtige Wärme, das erwartet ihr hier. Zuvor gab es für alle Teilnehmer eine theoretische Unterweisung, bei der nicht nur auf die Übung im Container eingegangen wurde. Das Ausbilderteam gab viele nützliche Tipps zum Verhalten bei der Personensuche oder der Brandbekämpfung im Innenangriff. Außerdem wurde nochmal deutlich gemacht, wie wichtig die Schwarz-Weiß-Trennung und der richtige Umgang mit kontaminierter Einsatzkleidung ist. Und nicht zuletzt frischte man noch einige Grundlagen für den Atemschutzeinsatz auf. Das ist ja der große Vorteil von Silvio und mir, dass wir ja beide im Team Atemschutzunfälle.eu mit tätig sind. Und daher haben wir natürlich ein großes Netzwerk im Rücken, worüber wir halt deutschlandweit oder auch europaweit halt immer Stimmen, Meinungen und halt auch leider Gottes Unfallszenarien hören und wahrnehmen und daraus halt dann auch mehr oder weniger dann halt unsere Schlüsse ziehen und dann dementsprechend das auch in der Ausbildung weitergeben können. Beim praktischen Teil der Ausbildung kommen die Kameradinnen und Kameraden richtig ins Schwitzen. Im ersten Teil des Containers herrschen dauerhaft zwischen 80 und 120 Grad. Hier müssen die Atemschutzgeräteträger eine Art Parcours durchlaufen, Dummies finden und retten sowie Gefahrenquellen entdecken. Und das alles dank des echten Brandrauches auch noch unter kompletter Nullsicht. Noch extremer wird es dann im zweiten Teil der Anlage. Hier steht man den Flammen gegenüber, es herrschen zwischen 300 und 340 Grad. Die Herausforderung für die Geräteträger ist einfach Nullsicht, sie sehen überhaupt nichts. Sie haben absolute Wärmebedingungen, sie haben im Prinzip Rauch, richtigen, echten Rauch, der im Prinzip die Sicht behindert. Das Retten von und Absuchen der Räume ist ein ganz großes Thema. Und das bereitet natürlich vielen Geräteträgern natürlich große Probleme, wenn man es nicht richtig regelmäßig macht. Bei der Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld ist man froh darüber, dass man die Übung mit der Brandübungsanlage schon zum zweiten Mal durchführen konnte. Die Kameraden wissen diese Möglichkeit der Ausbildung zu schätzen. Ja, die Vorteile, die wir rausziehen, sind die, dass wir unter realistischen Bedingungen echten Feuer, echter Rauch und somit auch die Wärmeübertragung über die Rauchgase, die man natürlich in einer Gasanlage nicht hat, hier auch voll, ich hätte es fast gesagt, jetzt auskosten kann. Und, ja, und wir dann die realistischen Bedingungen natürlich recht nah haben zu der Wirklichkeit. Ne? Mitgemacht haben am Ausbildungswochenende nicht nur die Kameraden der Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld mit ihren Ortsfeuerwehren, sondern auch die befreundete Feuerwehr aus Braunlage. Hier gibt es viele junge Kameraden, denen noch die Praxiserfahrung im Innenangriff fehlt. Diese konnten sie jetzt in der mobilen Brandübungsanlage erweitern. So mancher ist dann doch auch etwas überrascht, wie heiß ein Feuer sein kann. Wir haben welche Teilnehmer dabei, die kommen raus und relativ gut dabei, sind natürlich geschafft, haben geschwitzt. Und wir haben natürlich welche dabei, die kommen raus, die sind wirklich an ihrer absoluten Leistungsgrenze. Die sind wirklich kurz davor, dass der Kreislauf sagt, so, jetzt will ich nicht mehr. Und die kommen wir dann gerade so richtig noch auffangen. Das ist genau der richtige Punkt, dass sie hier halt unter kontrollierten Bedingungen ihre Leistungsgrenze feststellen können. Dass sie wirklich merken, wo sie stehen körperlich. Ja, weil das ist dann natürlich ein Punkt, den sie dann im Einsatzfall dann auch vielleicht wieder erkennen und sagen, oh, jetzt hier ist die Grenze erreicht, ich muss einen Rückzug antreten. Nach dem Containerdurchlauf gab es für die jeweiligen Trupps immer sofort eine Auswertung im lockeren Gespräch. Fehler wurden hier aufgezeigt und alternative Lösungsansätze besprochen. Für alle Teilnehmer eine erfolgreiche Ausbildung, die sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.